Nochmal schön, dass ihr alle da seid. Für alle die, die mich nicht kennen, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Anne Heinze und Inhaberin und Gründerin der Open Mind Akademie. Open Mind Akademie, Schwerpunkt das Thema Hochbegabung, Hochsensibilität, Hochsensitivität. Und so bin ich drauf gekommen, dass das unglaublich viele Menschen sind, die auch gleichzeitig introvertiert sind. Also, das ist tatsächlich etwas, wo man sagen kann, 70% gibt's, darüber gibt es zum Beispiel Untersuchungen, der hochsensiblen, hochsensitiven Menschen sind introvertiert. Ich kenne das auch aus meinem Umfeld, ne, ich habe es gerade erzählt, mein Vater sehr introvertiert, meine Mutter sehr introvertiert, meine Schwestern beide sehr introvertiert und ich bin auch sehr introvertiert. So, und das ist was, was ich schon bei den ersten Reaktionen auf das Buch festgestellt habe und sogar auch so schon im Vorwort erwähnt hatte. Ich rechne damit, dass jeder sagt, was schreibt die Heinze jetzt ein Buch über introvertiert? Das ist jetzt mein sechstes Buch. Ich habe ein paar andere Bücher noch zu anderen Themen vorher geschrieben und jetzt auf einmal introvertiert. Das kann doch nicht sein. Wieso soll die sich
Yes, jetzt seht ihr mich. Liane, jetzt weißt du, wie das geht mit dem Umschalten. So, Fragebeantwortung. Die Fragen, die ich vorab schon bekommen habe, das erste war, warum kann ich mich jetzt nicht anmelden? Ganz einfach, am 22.09., also zum zweiten Webinar dieser Webinarreihe, was wir im zweiten und im dritten Webinar besprechen, erzähle ich euch noch. Dann kann man sich anmelden und dann kann man eine Woche lang zum Frühbucherrabatt bis zum 29. den Kurs buchen und danach zum regulären Preis. Das kommt alles im nächsten Webinar, ne, jetzt nicht. Aber Inhalte. Was wir jetzt noch besprechen werden, ist die Art der Öffentlichkeit, die wir suchen wollen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den jeder für sich selbst mal überlegen soll. Was möchte ich denn ändern? Das ist das allererste in jeder Arbeit an sich selbst. Natürlich fange ich auch im Buch damit an und ich fange auch im Kurs damit an. Das ist die Selbstreflexion zu Beginn. Was habe ich für Ziele? Was möchte ich erreichen? Wo bin ich unglücklich? Kein Mensch schaut sich abends am Donnerstagabend um 19 Uhr ein Webinar an, wenn er so happy ist mit seinem Zustand, ne? Ist klar. Weil wir wollen ja was verändern. Wir wollen ja gerne woanders hin, sonst würden wir uns ja nicht mit dem Thema beschäftigen, wie kann ich auf leise Weise glücklich leben? Und zwar beruflich und privat. Wichtig also, egal was du tust, wenn du anfängst zu lesen oder wenn du den Kurs machst, wir werden immer damit beginnen, eine Bestandsaufnahme zu machen. Wo willst du hin? Wo sind die Schmerzpunkte? Wo ist dein großes Ja und dein großes Nein? Das große Ja heißt immer, da will ich hin, das will ich erreichen. Und dazu brauche ich Unterstützung. Das große Nein heißt, das will ich nie wieder erleben. Ich möchte nie mehr, das war für mich total wichtig, ich möchte nie mehr mit diesen hochroten Halsflecken und im Sommer mit Schals und Rollkragenpullovern Vorträge halten. Also lerne ich es verdammt nochmal. Und wie lernt man es? Indem man es tut. Indem man aus der Komfortzone rausgeht. Und damit sind wir beim Thema des nächsten Webinars. Das erzähle ich euch jetzt, wie wir in Familie und Liebe und im Beruf durch ganz kleine Lernimpulse diese Komfortzone verlassen, um in eine Lernzone zu kommen und dann damit unsere Ziele erreichen. Also wer jetzt beim nächsten Webinar dabei sein will, am 22., der soll sich bitte jetzt auch schon hinsetzen und mal sich Gedanken darüber machen, was möchte ich denn erreichen? Was möchte ich verändern? Und ganz wichtig, merkt euch das auch und also deswegen, ich plädiere immer für schriftliche Arbeiten. Auch das wird ein wichtiger Punkt sein, immer schriftlich arbeiten. Macht euch ein schönes Notizbuch, macht euch ein schönes Workbook und dann könnt ihr da eure Entwicklung natürlich auch mit begleiten. Ihr erlebt dann den Prozess der Entfaltung, wenn die Blüte so langsam sich öffnet, nein, die Knospe sich öffnet zur Blüte und zum Blühen kommt. Das waren die Lernzonen. Das heißt ganz kleine Little Steps, die diese alten Erfahrungen, ich sag's jetzt mal bei mir mit den roten hektischen Flecken, überschreiben durch neue Erfahrungen und ich dann gemerkt habe, hallo, es wird ja besser. Es ist nicht mehr so schlimm. Es ist etwas, was sich verändert. Und wo kann ich die Stellschrauben finden? Für mich war es tatsächlich das Üben, Üben, Üben. Am Anfang war ich extrem vorbereitet. Da habe ich mir so Karteikarten gemacht für Vorträge, damit ich ja nichts vergesse. Und habe dann gedacht, so jetzt muss ich mir wenigstens die Stichworte und die großen Merksätze und so weiter. Und wenn du das dritte oder vierte Mal in einem Vortrag dann da bist und hast nach 2 Minuten deine Karten vergessen und was da drauf steht und brauchst sie nicht mehr, weil du einfach im Flow bist, dann hast du die Lernzone erreicht. Und diese einzelnen Bereiche für dein Ziel zu finden, ne, das ist ein ganz wichtiger Punkt, was wir im nächsten Webinar machen. Wie kommst du dahin, deine Ziele zu erreichen und zwar in der Salamitaktik? Nicht so viel auf einmal, ja? Nicht so einen Riesenberg vor sich haben und dann sagen, ja, das schaffe ich ja nie, das ist demotivierend. Sondern wirklich in kleine Meilensteine einteilen und dann feststellen, okay, Meilenstein 1, wie gehe ich dahin? Wie gehe ich den an? Wie erreiche ich das? Was brauche ich für Unterstützung dafür? Eine Strategie machen. Das ist etwas, was Introvertierte ja oft gut können. Ja? Durch die Fähigkeit der Selbstreflexion haben sie auch gelernt, sich etwas zurechtzulegen. Manchmal braucht es nur
Eine Ermutigung, ein Empowerment heißt das heute so schön. Und ich bin gerne eine, wie heißt das dann? Empowermentöse. So ähnlich. Und Hebamme und begleite euch dabei. Ich bin da selbst durchgegangen und nicht alle in meiner Familie zum Beispiel haben das geschafft. Also mein Vater, ich glaube nicht, dass der jemals in seinem Leben einen Vortrag gehalten hat. Nö, würde er auch nicht tun. Bei meinen Schwestern ist es so, dass sie es beruflich können, ja, aber wenn sie die Wahl haben, tun sie es auch nicht. Also rausgehen und den großen Freundeskreis haben, etc. Das ist wirklich was man sich überlegen muss. Wo will man hin und warum? Wer ein Warum zum Leben hat, erträgt fast jedes Wie. Und ich kenne das Problem vornehmlich aus dem beruflichen Bereich, weil da fängt es immer zuerst an, weh zu tun. Ich will einen Vortrag halten. Verdammt nochmal, ich will es. Ich will ein Seminar machen. Volkshochschule, Bildungswerke und all sowas, wo ich angefangen habe. Nicht auf einer großen Bühne, vor 500 Leuten. Das kam erst später. Aber auch da, also das erste Mal, boah, also das erste Mal, als man mir so ein Headset angeschnallt hat und ich dann das Mikrofon hatte und unter so einem Lichtspot stand, boah, ich bin fast gestorben, ne? Ich bin fast gestorben. Und dann habe ich wirklich gedacht, so, wie machst du das jetzt? Wie kriegst du das hin? Und dann habe ich meine eigene Taktik gefunden, indem ich mir ein oder zwei Menschen in einer großen Menschenmasse aussuche und zu denen spreche. Und habe dann das Gefühl, ich rede zwar jetzt vor 500 oder 1000 Leuten, aber ich habe immer den einen oder die andere im Fokus. Und zwar entweder im mentalen Fokus oder ich denke auch immer wieder, wenn ich da hingucke, daran. Und das macht es dann sehr viel leichter. Dann denkst du nicht mehr, boah, 1000 Menschen, ja. Und schon gar nicht die, also das ist was, diese irrationale Vorstellung von einem Fernsehbildschirm, da sitzen jetzt Millionen oder zigtausende. Das vergisst du auch. Für mich ist die Kamera ist ein Mensch oder wenige. Also das geht wunderbar. Lernbereich. Wo willst du etwas lernen? Muss ich auf die Zeit achten? Ah, Zeit ist gut. Zeit ist gut. Halbe Stunde. So, das war das am 22. So, dann möchte ich euch noch sagen, wir nächstes Mal machen wir Liebe, Familie und Partnerschaft. Und das Thema introvertierte Kinder und Beruf. Und im dritten Webinar, das dann am 29.09. ist, auch donnerstags, und alles donnerstags, in 2 Wochen und in 3 Wochen. Da werden wir über die Stolperfallen und über das Lampenfieber und das eklige Gefühl des Selbstzweifels reden und wie man das am besten beseitigen kann. Dafür gibt es einfache Übungen, wirklich einfache Übungen, mit dem inneren Kritiker umzugehen. Nicht vergessen, es geht immer um Praxis. Muster müssen überschrieben werden, durch Erfolgserlebnisse natürlich. Mit Erfolgserlebnissen wächst Erfahrungsvertrauen. Erfahrungsvertrauen braucht der Mensch, um selbstsicher und selbstbewusst zu werden. Selbstsicherheit ist etwas, was auch ein introvertierter Mensch auf leise Weise eben erwerben kann und leben kann. Gut, was haben wir noch für Fragen von euch? Ich will einfach erstmal hören, was ihr so habt und wie viele es da gibt. Und dann schauen wir weiter, ob ich hier noch unterschiedliche Themen bespreche. Schreibt es mal kurz rein. Tipp, tipp, tipp. Okay. Ja, da kommen einige. Also ich fange mal an. Ich fange mal oben an, was ich hier so sehe. Das rauscht hier durch, dass ich die spannendsten Fragen nehme. Ja, okay. Ja, der Kurs ist so geplant, dass er parallel auch zu den Kapiteln des Buches, wie ist die Kapitel des Buches? Es gibt 7 Kursmodule, es gibt 6,5 Kapitel im Buch und man braucht nicht das Buch gekauft zu haben, um den Kurs zu machen. Überhaupt nicht, nein, nein, gar nicht. Das geht auch ohne. Die Texte des Kurses sind auch gleichzeitig die Inhalte des Buches. Also keine Notwendigkeit. Wer das möchte, kann das natürlich gerne machen, brauchst aber nicht. Geht problemlos. Ja, introvertiert im Beruf, wenn man ein komplett extrovertiertes Umfeld hat. Die Frage ist es tatsächlich komplett extrovertiert? Wenn man dann das Gefühl hat, ich muss mich wirklich verbiegen, um hier nicht unterzugehen, dann kann es bedeuten, dass wir auch dazu gezwungen sind, die Umgebung zu wechseln.
Es kann nie eine Lösung sein, nie eine Lösung sein, sich so zu verbiegen, dass man dann mitmacht und so tut, als ob. Das kann mal eine Zeit lang gut funktionieren, das funktioniert vielleicht einen Abend lang, aber es funktioniert nicht auf Dauer, wenn du im Job bestehen willst. Die Frage ist aber, es ist ungefähr gleich verteilt, jeder Mensch hat beides. Ist es vielleicht auch so, du hast jetzt nicht geschrieben, um was für einen Beruf es da geht, ist es vielleicht auch so, dass auch andere Menschen in deiner Umgebung, von den Kollegen ebenfalls introvertiert sind, aber mitmachen bei dem extrovertierten Ton, ne? Das Laute, das Sichtbare, das Chaka-Chaka-Brüllen, das Dominante, ne? Das ist also was du vielleicht in Frage stellen könntest. Und wenn du dir treu bleibst und dich so zeigst, wie du bist, als leiser Mensch, kann es ja sein, dass du andere ermutigst, auch so zu sein. Wäre ja eine wunderbare Aufgabe für dich, als feiner Mensch, als leiser Mensch, andere zu ermutigen, ebenfalls so zu sein. Versuch's mal auf jeden Fall. Ja, introvertierte Kinder. Werden wir darüber reden. Es ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir auch hier erkennen, dass wir Kinder nicht vergleichen. Genauso wenig wie wir uns vergleichen dürfen, um so zu sein, wie man glaubt, dass andere uns gemacht haben. Gemacht haben, dass andere uns gemacht, ja, gewünscht haben. Ja. Es ist tatsächlich wichtig, dass wir Kinder so nehmen, wie sie sind und loben dafür, wie sie sind, liebhaben dafür, wie sie sind, versuchen, ein Umfeld zu schaffen, in dem sie so sein können und sich nicht verbiegen müssen. Wenn wir jetzt eine Kindergarten- oder Schulsituation haben, die das schwierig macht, dann braucht das Kind zumindest zu Hause die Stille, die Rückzugsmöglichkeit und nicht das permanente Aufeinanderglucken oder Nachhaken und so weiter. Also da gilt es als Mutter und Vater ein sehr sensibles Feingefühl zu entwickeln, was das Kind braucht. Und das Gleiche wie in der Partnerschaft natürlich. Ich weiß, da kam auch die Partnerschaftsfrage, introvertiert oder nicht. Kommen wir gleich drauf. Es braucht den Dialog. Es braucht den Dialog, das Zwiegespräch, dieses Aufeinanderzugehen. Mir juckt es gerade in der Nase, Moment. Sorry, es bricht noch nicht aus, aber kann gleich passieren. Ich konzentriere mich mal. Okay. Wo waren wir stehen? Ach so, in der Partnerschaft. Partnerschaft, geht es denn besser introvertiert mit introvertiert oder introvertiert mit extrovertiert? Gleich und gleich, gesellt sich gern oder Gegensätze ziehen sich an. Ich kenne beides, ich kenne beides. Ja. Ich kenne übrigens auch funktionierende Beziehungen. Nicht jetzt so kurzfristig, sondern auch langfristige Beziehungen, eigentlich die schönste Beziehung, die ich kannte, war, sie war extrovertiert, er war introvertiert. Und dann war es wirklich so dieser Fels in der Brandung, den sie gebraucht hat, um immer wieder rauszugehen aus dem Haus, um immer wieder die vielen Menschen um sich zu sammeln, die war auch sehr. Wie sagt man, ehrenamtlich tätig, hat sich um alte, bedürftige Menschen gekümmert und um Penner und Kleiderkammer und Essensspenden und immer ganz viele Menschen wirklich versorgt. Und dann ging sie nach Hause und hatte einen ganz ruhigen, stillen Mann. Hat super funktioniert, bis zu ihrem Tod. Und von der Sorte kenne ich natürlich auch noch einige. Meine Eltern sind jetzt, das überlegen. Nächstes Jahr sind 60 Jahre verheiratet. Mein Vater ist 90, meine Mutter ist 87. Die haben sich schon schwer gefetzt, auch immer mal wieder, ja, aber, und das übrigens, hier, ganz wichtiger Punkt, die haben ihr Rezept gefunden, wie es geht, die haben sicherlich seit, lass überlegen, ich bin jetzt 56, bin vor fast 40 Jahren aus dem Haus und dann hat es noch 2 Jahre vielleicht gedauert, seitdem haben die jeder ein eigenes Zimmer. Die haben kein gemeinsames Schlafzimmer, jeder hat sein eigenes Zimmer. Und natürlich, sie können sich gegenseitig besuchen. Sie können auch in einem Bett schlafen und alles da machen, was man da so machen muss, was sie auch in hohem Alter noch tun. Aber jeder hat sein eigenes Zimmer. Man geht alleine ins Bett, man besucht sich mal hier, mal da. Dann sitzen auch jetzt, sie sind in so einem alten Wohnheim. Zwei-Zimmer-Wohnung in diesem Wohnheim, er ein Zimmer, sie ein Zimmer. Man besucht sich gegenseitig. Wenn alle Kinder zu Besuch kommen, sitzen wir bei ihm, weil das Zimmer größer ist und mehr Stühle hat.
Ja, also auch ungewöhnliche Beziehungsformen, die, also ich meine, überleg mal, das war zu den Zeiten war das wirklich noch revolutionär. Da hat man dann gedacht, Leute, die ein getrenntes Schlafzimmer haben, die haben eine Beziehungskrise. Ja, Blödsinn, völliger Blödsinn. Ja. Ich kenne introvertierte Menschen, die sagen, du bist mein Partner und ich möchte mit dir zusammen sein. Das ist auch wirklich mein Ziel, mit dir alt zu werden, aber ich möchte noch nicht mal mit dir in einer Wohnung leben. Die wohnen, die sind übrigens verheiratet, also ne, das ist wirklich ernst gemeint. Die sind verheiratet und wohnen nicht in einer Wohnung. Die wohnen in, also ich kenne, die wohnen in einem Haus in zwei Wohnungen übereinander. Und ich kenne welche, die wohnen in einer Stadt in unterschiedlichen Wohnungen und Häusern. Und treffen sich, verabreden sich miteinander. Ist natürlich eine ganz andere Beziehungsqualität, die dann da ist. Aber es erfordert Mut. Mut, anders zu sein, unkonventionelle Lösungen zu suchen. Geht aber. Man geht aber. Ja, ist schön. Hast recht. Dann kann man auch wieder viele schöne Dates haben. Es ist dann nicht die Gewohnheit, sondern ich weiß, wenn ich mich mit meinem Partner verabrede, der meint mich auch und ich meine ihn. Der weiß das also auch, wenn ich sage, du, heute Abend, ich komme zu dir. Und lass uns darüber reden, so wie man sich auch verabredet zum Kino gehen oder essen gehen oder irgendwas auch immer. Ausstellung machen, ja. Ausstellung gehen. Diese Verabredung gibt eine ganz andere Beziehungsqualität, weil wir wirklich wissen, wir haben das so gemeint. Wer von euch schreibt das mal rein? Wer von euch hat denn solche ungewöhnlichen Beziehungsformen? Gibt es da irgendjemanden, der auch sagt, boah, bei mir ist es auch unkonventionell und ich habe gelernt, damit umzugehen? Genau, also sich trauen, das zu tun, was man machen möchte, sich trauen, auch ungewöhnliche Wege zu gehen. Ja, ich finde es toll. Also ich bin nicht alleine und meine Eltern sind ich auch nicht alleine mit dieser Variante. Aber man kann das probieren, man kann es auch probieren. Übrigens, ich habe auch festgestellt, ich unterscheide gelöste Introvertiertheit von ungelöster Introvertiertheit. Gelöst heißt easy peasy, ist genau das, wie ich bin, ist genau das, wie ich leben möchte, das ist meine Art. Und damit wirklich im Reinen zu sein. Ungelöst heißt, da gibt es eben noch was, was zu lösen ist, wo es noch Hinweise dazu braucht. Und bei den Ungelösten gibt es oft Probleme, gerade in der Beziehungsgestaltung, aber gerade bei den Gelösten ist es dazu gekommen, dass man ungewöhnliche, unkonventionelle Wege geht, gerade im Partnerschaftsbereich. Nehmen wir noch ein paar andere Fragen. Ah, die Frage ist gut. Kann man als introvertierter Mensch andere abholen, sodass man nicht als desinteressiert verstanden wird, sondern nur ruhiger? Genau. Meine Erfahrung war, dass den Unterschied nur wenige kennen. Ja, das geht aber. Du kannst sozusagen Aufklärungsarbeit machen. Das eine ist, dass du es verbal erklärst. Ruhig heißt nicht, dass ich desinteressiert bin. Bei mir, ich hatte zum Beispiel ein Riesenproblem, riesig in meiner Jugend vor allen Dingen, dass also erstmal meine Introvertiertheit wurde sehr oft als Arroganz und Überheblichkeit eingeschätzt. Und das Zweite war, dass ich wirklich immer wieder das Gefühl hatte, diese Schüchternheit oder Zurückhaltung war bei mir nur eine Form, ich sah dann so aus, als wäre ich grimmig, als wäre ich böse mit irgendjemandem. Aber das heißt einfach, wenn ich nicht ewig nur grinsend rumrenne, sondern konzentriert bin, dann habe ich ein Gesicht, was für andere grimmig aussieht. Ich bin aber nur konzentriert. Und das erstmal rauszufinden, das kannst du kommunizieren. Dann pass mal auf, ich bin hier nicht sauer, ich bin auch nicht desinteressiert, ich bin nur still. Ich bin ganz viel. Warum haben Menschen zwei Ohren und nur einen Mund? Kannst du erklären? Kommunikation. Wir werden viel über Körpersprache sprechen, denn Körpersprache, da kannst du sehr viel mitmachen. Beispiel. Ein ganz einfaches Beispiel. Wenn du, nehmen wir jetzt sogar ein Konfliktgespräch oder ein Krisengespräch, egal mit wem, Familie, Partner, Kollegen, ja, dann kannst du es lernen, so zu argumentieren, dass dein Gegenüber nickt. Nickt. Und das ist oft ein innerliches Nicken. Das ist eine reine, erstmal Kommunikationsstrategie, die geht dir aber in Fleisch und Blut über, dass du einfach weißt, ich will ja keinen Konflikt produzieren, wo der Mensch nur Kopfschütteln da ist, innerlich Kopfschütteln, sondern nicken. Und das ist etwas, was du wirklich jetzt auch anwenden kannst, wenn ein Mensch mit dir redet.
und du bist still und zurückhaltend, nicht desinteressiert, dann liegst du mit dem Kopf. Ja. Okay. Verstanden. Blickkontakt, ganz wichtig. Mit den Augen kannst du zeigen, dass du interessiert bist. Nur die Brille aufsetzen, kann auch nicht alles so gut lesen. Habe ich gerade gemerkt. So viele Fragen. Aber nehmen wir mal die nächste. Wie kann man sich selbst den Anstoß für den ersten Schritt geben, um erfolgreich über seinen Schatten zu springen, um seine Ziele erfolgreich verfolgen zu können und sich nicht von der Angst der kommenden Veränderung hemmen zu lassen? Sehr schön. Die Angst vor der kommenden Veränderung. Yes. Also erstmal liebevolle Nachsicht mit dir selbst. Veränderungen machen allen Menschen Angst. Allen, auch den Extrovertierten. Hat jetzt gar nichts mit Introvertierten zu tun. Jede Veränderung, weil es ist unbekannt. Ne? Da sagt unsere kleine zarte Seele da innen, oh, kenne ich aber nicht. Und, ja. Und das fordert also heraus, dass man da erstmal mutig ist. Und sagt, okay, ich habe Angst, ne? Und ich weiß, eine Veränderung ist erstmal anstrengend, weil Neues muss erkundet werden. Aber dann funktioniert das. Und diesen ersten Schritt zu machen, um erfolgreich über den eigenen Schatten zu springen, den findest du, wenn du das Warum herausgefunden hast. Wenn du weißt, wofür du das tust. Deswegen Selbstreflexion als Beginn. Bitte, wenn ihr in 2 Wochen beim nächsten Webinar dabei seid, sagt, was ihr euch wirklich herausgefunden habt als eure Zieldefinition, als das, wo will ich hin, was will ich denn verändern? Wenn du das hast, liebe Theresa, ja, dann springst du über den Schatten. Dann sagst du nicht mehr, oh, wie schrecklich peinlich, wie bei mir mit diesen Puddingknien da auf so einem Podest, so 2 Stufen hoch. Boah, der hat gedacht, ich falle auf die Schnauze, wenn ich da hochgehe. Und habe ich sowieso flache Schuhe, ja. Und ich dann gedacht habe, ja, ne. Aber wenn ich das Warum habe, dann gehe ich raus aus der Komfortzone in die Lernzone rein. Wichtig, ihr Lieben, wenn ihr in die Kern, ne? Kern ist die Komfortzone, 2. Kreis drumherum ist die Lernzone und darum gibt es noch einen Kreis, das ist die Panikzone. Die Panikzone ist die, wo es wirklich unangenehm wird. Mit heftigen, auch körperlichen Reaktionen, also Herzrasen und Atemnot, wo man sagt, boah, es geht gar nicht mehr, Panikzone. Da bitte seid als liebevoll mit euch umgehende Menschen auch dazu in der Lage, euch vor der Panikzone zu schützen. Da geht ihr nicht ran. Also ihr bleibt wirklich in diesem Bereich, wo man lernt. Komfort, Lernzone, Panikzone. Und dann vorsichtig, Step by Step, mit Baby Steps da reingehen. Und dann dehnt die sich auch aus, die Komfortzone. Die geht dann, wird dann immer größer in die Lernzone hinein und die Panikzone verschwindet immer weiter nach außen. Ich kenne aber auch, die Frage beantworte ich damit sofort. Ich kenne Menschen, Lampenfieber, die haben Lampenfieber immer und sagen auch, ich brauche das. Ich brauche das. Das sind oft Künstler. Ich kenne einen berühmten Sänger, der das auch hatte. Bis, kann ich sagen, Udo Jürgens war das auch, ne? Der immer gesagt hat, ich brauche das, um auch eine bestimmte Leistung zu bringen. Sportler brauchen das, um, das ist ein ganz physiologischer Grund, Stresshormone zu produzieren, weil im Stresshormon mit dem Adrenalin können sie Leistung erzeugen. Also das ist so ähnlich bei anderen Menschen, die auf der Bühne, auch Schauspieler. Ja, klar, auch Schauspieler. Ich habe ja am Anfang ganz viel mit Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, gearbeitet, also Schauspieler, Moderatoren, Sänger, Künstler, Politiker, all sowas, ja. Fast keiner ist da einfach so reingegangen und reingewachsen, weil sie gesagt haben, ja, ich war schon immer so und konnte das nicht. Nee, das haben ganz viele erst mal lernen müssen. Hat dir das weitergeholfen, Therese? Okay. Eine weitere Frage: Wie kann ich einen guten Weg finden, um als introvertierte Person eine Produktpräsentation zu machen, die mitreißend ist, obwohl ich keine dramatische Show abziehen kann? Schöne Frage. Toll, danke Maria. Also eine dramatische Show, also das ist so Chaka Chaka Chaka. Jetzt überleg mal bitte, ganz wichtig an der Stelle, gilt für alle von euch bitte. Hast du ein Vorbild in deiner Umgebung von einem leisen Menschen, der auch eine super tolle Präsentation machen kann auf seine leise Art und Weise? Der macht es dann unter Umständen mit Humor, mit Sympathie, mit Lachen. Ich habe
Liane, du weißt es. Liane war letztes Wochenende bei mir in einem Seminar. Wir hatten einen introvertierten, leisen, ruhigen Co-Trainer. Ein wunderbarer Coach, ein fantastischer Kollege. Ich liebe ihn sehr, er ist ganz toll. Jürgen Schmidt-Hillebrand, ich sage es gerne an der Stelle, dem ich wirklich gerne zusammenarbeite. Und das ist überhaupt nichts Dramatisches und es gibt keine Aufgeregtheit. Es ist ruhig, gelassen und unwahrscheinlich präsent. Und das ist das, was du auch machen kannst, Maria. Durch deine Präsenz, durch deine Anwesenheit, durch deine stille, ruhige, souveräne Art und Weise, weil du selbstbewusst leise und introvertiert bist, kannst du jede Präsentation auch machen. Ja, funktioniert. Und wie kann ich einen guten Weg finden? Üben, üben. Ich werde nie vergessen, meine Tochter, Katrin war das, die zweite, die hatte mal als Jugendliche in der Schule die Aufgabe, das allererste Referat vorzubereiten und damals noch mit wie heißt das, Overhead-Folien zu präsentieren. Und zwar ging es um das Optimisten-Single, die kleinste Bootsklasse für die Anfänger auf dem Bodensee. Sieht aus wie eine Nussschale oder wie eine Badewanne, ja. Damit lernen die. Wisst ihr, wie oft ich mir dieses Referat anhören musste? Genau, oft. Die war so souverän, die hat eine 1 plus gekriegt. Jetzt als Beispiel für deine Produktpräsentation. Üben, üben, üben. Heute haben wir die Möglichkeit, hier, da habt ihr ein iPhone, dann habt ihr, oder überhaupt irgendein Smartphone, habt hier so ein Teil, das kostet 10 Euro, da spannt ihr die Schose rein, ja, stellt euch das vor die Nase und haltet für euch höchstpersönlich die Präsentation, nehmt bitte ein kleines Video auf. Und jetzt kommt ein Effekt, das kennen alle, die bei mir zum Beispiel die Coaching-Ausbildung machen, wie die Liane zum Beispiel, wenn dann irgendwann der Part kommt mit Videotraining, also wie kann ich gut auch Vorträge halten, Elevator-Pitch, mich darstellen und viele sind introvertiert, weil es geht ja um Coaches für hochsensible und hochsensitive und hochbegabte Menschen, dann merken die einen Effekt, sie schauen sich das Video an und merken auf einmal, wenn sie da drauf gucken, boah, das ist ja nicht annähernd so schlimm im Aussehen und in der Wirkung auf andere, wenn man es von außen anschaut, wie ich mich selbst gefühlt habe, während ich das gesagt habe. Das sind immer nur 1 Minute oder 2 Minuten Vorstellungsrunden. Du machst also deine Produktpräsentation, nimmst dich dabei auf und sagst, hey, guck mal hier, ich habe zwar Schlotterknie gehabt und ich habe vielleicht, was weiß ich, irgendwas, ja, keine Ahnung, aber so schlimm ist es gar nicht, denn es ist fast immer so, dadurch, durch die Selbstkritik und diesen starken inneren Kritiker, dass wir etwas an uns selber für viel schlimmer halten, als es andere tun. Und wenn du jetzt einen tollen Partner hast oder ein ganz liebes Familienmitglied oder eine tolle Freundin, dann bittest du sie darum, ihnen die Präsentation halten zu dürfen. Oder ein Feedback zu deinem Video zu machen. Okay? So, dann haben wir noch weitere Fragen. Alle werden wir wohl nicht schaffen, aber warte, da haben wir noch eine. Sind die ungelösten Introvertierten der Auslöser für Zurückweisung? Sind dann die ungelösten Introvertierten der Auslöser für Zurückweisung, Abwertung der Extrovertierten? Unterscheidet sich das zu den gelösten? Das ist die Frage. Sind dann die ungelösten Introvertierten der Auslöser für Zurückweisung? Durch die Extrovertierten. Oder meint, also man kann es doppelt interpretieren. Ich erzähle einfach beide Antworten. Also es könnte sein, dass dadurch der Extrovertierte zurückweist oder abwertet oder dass der Extrovertierte vom Introvertierten abgewertet wird. Auch das kann ja passieren, weil man dann sehr distanziert und zurückhaltend wird. Es ist eine Möglichkeit, weil man mit sich selber so im Unreinen ist. Was strahle ich denn aus, wenn ich mich total scheiße finde? Was strahle ich denn dann aus? Das Gegenteil haben wir gerade erzählt. Wenn du ein Mensch bist, der so ganz in deiner Mitte bist, in deiner Kraft, in deiner leisen Art zu Hause, dann hast du eine Präsenz wie Jürgen Schmidt-Hillebrand zum Beispiel. Liane schreibt auch, er hat gefesselt. Auf seine Art und Weise. Diese Präsenz, die ist so souverän, dass dann keine Zurückweisung und keine Abwertung von Extrovertierten kommt.
Weil interessanterweise werden dann sogar Extrovertierte eher stiller und leiser. Weil sie haben keinen Gegner, mit dem sie sich messen müssen. Die haben nicht die Möglichkeit oder die Notwendigkeit empfinden sie gar nicht, dass da irgend so ein, bei Männern ist ja oft so ein Testosteronschub, dass da so ein Gockelgehabe anfangen muss. Nein, das ist eine in sich wohnende Souveränität, die sich so ausstellt, dass der Extrovertierte sagt, oh ja, okay, fein, alles gut, kann ich gut nachvollziehen. Und mit sich selbst zu hadern und zu sagen, ich wäre doch so gerne anders und ich möchte aber anders sein. Und dadurch produziert man natürlich Unsicherheit. Ne? Das ist, ich kenne alle die Angst vor der Angst, dass etwas passiert. Die produziert davon dann gleich noch mehr. Kennen wir alle. Ich weiß ja nicht, wie alt ihr seid, aber Männer, die schlimmste Angst, die Männer haben, ist die Angst vor, also schlimmste, gibt noch andere, aber eine der, ne, ist die Angst vor einer Erektionsstörung. Was passiert, wenn Sie eine Erektionsstörung befürchten? Naja, klar. Hä? So. Wer also, blöder Vergleich, aber ist tatsächlich so. Wer also wirklich in sich ruht und sagt, kein Problem, alles fein, ja, der wird genau das ausstrahlen und es wird auch nichts passieren. Und dann gibt es keine Ablehnung, keine Abwertung oder viel weniger. Wir werden diese Themen auch gerade für die eigenen Belange und die eigenen Ziele intensiv besprechen in dem Kurs, der so ablaufen wird, dass ihr einerseits immer Papiere kriegt, also die Übungen zum Mitarbeiten, zum Durcharbeiten, einmal Wirkung nach innen und Wirkung nach außen. Und jetzt kommt's, es gibt eine Facebook-Gruppe für den Austausch, damit ihr euch wirklich auch über eure eigenen Themen austauschen könnt. Und es gibt zu jedem Wochenmodul ein Video von mir, wo ich dann die ganzen Themen nochmal erkläre und in Beispielen euch antworten werde. Und es gibt regelmäßige Webinare, so wie heute, wo es gar nicht um Präsentation von irgendwas geht, sondern ich beantworte nur eure Fragen. Alle 2 Wochen. Also ihr stellt mir die Fragen. Für all die, die nicht dabei sein können, dann bei so einer Veranstaltung, schickt sie mir dann vorher per E-Mail. Dann beantworte ich die per Video und ihr bekommt die Aufzeichnung zugeschickt. Das heißt, es ist eine komplette Begleitung in diesem, es ist ein E-Coaching über die 7 Wochen im Bereich Introvertiertheit. Da, Hildegard fragt noch, was kostet denn der Kurs? Der kostet 245 Euro regulär, aber ab 22.09. dann gibt es einen Frühbucherrabatt. Das weiß ich jetzt noch gar nicht, ob der, was mein Baby da gemacht hat. Ich glaube, es sind 15%. Und es gibt auch Ratenzahlung, wie immer bei uns. Und es gibt auch, um das gleich vollständig zu machen, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, 14 Tage Rückgaberecht in Anspruch zu nehmen. Ne? Wer also innerhalb der ersten 14 Tage sagt, also 2 Module, das gefällt mir nicht, das interessiert mich nicht, das bringt mir nichts, der gibt es einfach zurück. Einfach eine E-Mail schreiben. Also kein Risiko dabei. Eine hundertprozentige Zufriedenheitsgarantie. So, eine weitere Frage. Ja, das Training, das Üben, wie bei dieser Präsentation oder bei dem Referat, ist ein ganz wesentlicher Faktor. Und deswegen habe ich auch vorher bei Maria, war das, glaube ich, nach dem Vorbild gefragt. Wer ein Vorbild hat, hat es immer viel leichter. Sucht euch einen Menschen in eurem Umfeld, der dort ist, wo ihr hinwollt. Der das schon erreicht hat, was ihr erreichen möchtet. Der optimalerweise ist das dann eben auch ein introvertierter, leiser Mensch und nicht der Chaka-Chaka-Extrovertierte, weil von dem wollt ihr euch nichts abschauen. Ihr wollt euch bitte nicht verbiegen. Nochmal, ganz wichtiger Punkt, werdet ihr von mir nie hören. Ich möchte nicht, dass irgendeiner versucht oder weiter versucht, das machen nämlich ganz viele Introvertierte, extrovertierte Verhaltensweisen sich anzutrainieren. Das kann es nicht sein. Das Ziel ist wirklich, das Introvertierte zu polieren, zu veredeln und diese ganzen introvertierten, leisen, stillen, empfindsamen Facetten zu polieren und damit echt happy zu sein. Nicht verbiegen. Das funktioniert. Dröppchen für Dröppchen, wie man immer so schön sagt. Also Stückchen für Stückchen. Haben wir noch Fragen? Für eine Frage ist noch Zeit. Für eine Frage ist noch Zeit. Yes, auch das. Ich weiß, einige von euch kennen die anderen Online-Kurse. Es gibt auch wieder Family und Friends Rabatt. Also wer mit Mutter, Tochter oder meine beste Freundin oder sowas, der bekommt auch 15% Rabatt, auch nach der Frühbucher-Rabattphase.
Also da ändert sich nichts. Und auch die Kostenkalkulation ist bei allen unseren Online-Kursen immer konstant. Jeder Kurs kostet 5 Euro pro Tag. Wenn ein Kurs also 7 Wochen dauert, sind wir bei 245 Euro. Wenn er wie der Hochsensibilitätskurs über 11 Wochen geht, entsprechend mehr, habe ich jetzt nicht im Kopf, ne? Ganz einfach, 5 Euro am Tag. Transparente Kalkulation, da ist alles mit drin. Facebook-Gruppe, Unterlagen, Videos, Motivationsvideos, Impulse, was haben wir noch alles? Also ihr habt großes, volles Programm. Ja, danke, noch eine kleine Anmerkung. Stimmt, meine Erfahrung, introvertierte Menschen kommen viel eher auf den Punkt und reden nicht so viel unnütze Infos. Ja, stimmt. Ja, weil die Masse der Worte, die macht es auch nicht aus. Das ist schon völlig richtig. Also dieses auf den Punkt kommen, die Präzision, das können Introvertierte ganz sicher sehr gut. Und das Schöne ist, das gehört dann zu dieser Präsenz auch dazu. Wenn ein Mensch sehr klar und fokussiert, ohne viele Worte zu machen, mit klaren, präzisen Worten agiert, dann wird er auch wahrgenommen. Und übrigens, ich weiß nicht, ob das jemand von euch kennt, achtet mal drauf bei introvertierten Menschen, die sehr leise sprechen. Ja? Wenn du merkst, das ist ein gelöster Introvertierter, dann weißt du, die leise Sprache ist überhaupt nichts Störendes. Gar nichts. Es ist eine wunderschöne, angenehme, sonore Stimme. Wenn es aber ein Mensch ist, der sich eigentlich noch klein meine, ja, dann merkst du, dass das eine vorsichtige, zurückhaltende, nicht freie, leise Stimme ist, die von Angst geprägt ist. Das spürst du. Ganz viele Introvertierte sind ja auch hochsensibel. Ihr spürt das dann. Und wenn ihr euch das Vorbild sucht, sucht euch einen stillen, leisen, präzisen, introvertierten Menschen in eurer Umgebung, der da ist, wo ihr hin wollt. Es gibt übrigens auch für alle, die weder ein Buch lesen wollen, noch einen Kurs machen wollen. Natürlich, man muss gar nichts sein. Ich zeige euch das Ach ja, eben. Hier, ich doch hier eine kostenlos, ganz kostenlos, ihr müsst gar nichts zahlen. Ganz kostenlos gibt es jetzt, wie diese Webinare gibt es natürlich auch, die Facebook-Gruppe. Unter dem Link Open Mind Akademie, gemeinsam sind wir stark, findet ihr auch einen Link zu der Gruppe Introvertiert auf leise Weise. Introvertiert glücklich. Bei Facebook, da könnt ihr euch austauschen mit anderen Menschen. Also gemeinsam geht manches einfach leichter. Das ist auch der Grund, weswegen wir für den Kurs die Facebook-Gruppe haben. Weil wenn du, wir kennen das vom Abnehmen zum Beispiel. Abnehmen in der Gruppe geht viel leichter. Rauchen aufhören in der Gruppe geht viel leichter. Auf einen Marathon zu trainieren geht viel leichter in der Gruppe. Und genauso ist das mit der Persönlichkeitsentwicklung und dem Polieren und Entfalten der wunderschönen, leisen, stillen Facetten in der Persönlichkeit. Also, ihr könnt auch, müsst euch das jetzt nicht aufschreiben, wenn ihr auf der Website von der Open Mind Akademie oben, da gibt es so eine kleine Lupe, in das Suchfeld reinschreibt, Online-Gruppe. Dann bekommt ihr den Link zu diesem Blogartikel, wo die ganzen Online-Gruppen, die wir gegründet haben, über 10.000 Teilnehmer mittlerweile, wo ihr euch dann reinklicken könnt. Also ganz einfach. Wer nicht dabei sein kann, beim nächsten oder übernächsten Mal, ihr tragt euch einfach trotzdem ein in die Webinaranmeldung, dann bekommt ihr immer eine Aufzeichnung hinterher. Man kann ja nicht unbedingt immer donnerstags abends dabei sein. Donnerstagabend ist der Introabend und dann könnt ihr also hinterher die Aufzeichnung anschauen. Gerne auch, wenn ihr möchtet, vorab Fragen stellen. Ne? Ist klar, mache ich gerne, wenn es denn nicht so viele sind. Heute ist überschaubar, ich glaube, ich habe die allermeisten befragt. Nicht alle, ne, aber passt schon. Weil wir sind jetzt auch gut in der Zeit. Das heißt, ich freue mich natürlich, wenn ihr in der kommenden Woche auch wieder dabei seid, kommenden in der übernächsten Woche, also 22.09. wieder dabei seid beim Thema Liebe, Partnerschaft und Beruf, Berufung. Und wenn ihr mir Fragen stellt und vor allen Dingen erzählt, tipp, tipp, tipp in den Chat. Was sind denn die Ziele, die ihr habt? Was möchtet ihr erreichen? Wo soll es denn wirklich besser werden? Was ist dein Warum? Hm? Wenn du wirklich dein Warum zum Leben hast, erträgst du jedes Wie. Okay? Also das wirklich ausprobieren und einfach machen, ins Handeln kommen, ins Tun. Okay? Also ich wünsche euch nur da ist noch eine Frage gekommen. Na klar, natürlich,
Ich habe das Buch vorgestellt, ich habe den Kurs vorgestellt. Keins ist ein Muss, du kannst nur das Buch auch machen. Die sind ganz viele Übungen drin. Ne? Es sind mindestens 30 Übungen. Übungen zur Reflexion nach innen, zur Reflexion nach außen, zum Handeln, zum Fragestellen, zum Vorbild machen, zur Körpersprache, ist ein Test drin. Ne? Und zwar zwei Tests. Ein Test, bist du introvertiert? Wahrscheinlich werden es die allermeisten sein. Der Witz ist aber der zweite Test, nämlich wie gut kannst du damit umgehen? Also wie glücklich bist du denn damit? Kann man ein paar Punkte zusammenzählen und dann herausfinden, ich bin damit im Reinen, also gelöster, introvertierter oder aber ein ungelöster. Also geht auch alles ganz wunderbar, einfach nur mit Buch. Okay. Freue mich also, wenn ihr dabei seid in 2 Wochen und ich wünsche euch bis dahin alles Liebe, einen wunderschönen Abend noch. Bye bye. Eure Anne. Ciao.